Heute rüsten wir 2 € Dual-Hybrid-Loks mit motorisierten Stromabnehmern aus. Diese lassen sich digital per Knopfdruck heben und senken. Anschließend stellen wir uns während ein paar Fahrszenen laufend der Frage, ob dies auch den Spielspaß erhöht. Willkommen zu einem Video der MOBA-Manufaktur. Die Soundvariante kommt von vorne herein mit den digitalen Stromabnehmern. Meine analog gekauften Varianten rüste ich per Umrüstsatz von Südexpress nach. Für knapp 90 € bekommt man 2 Stromabnehmer, 2 Antriebsmotoren und das Befestigungsmaterial. Ich teile dieses Set auf 2 Loks auf, sodass ich jeweils einen motorisierten Pantographen habe. Der Umrüstsatz wurde mir von Südexpress kostenlos für dieses Video zur Verfügung gestellt. Kaufen kann man es direkt bei Südexpress im Shop oder aber auch bei diversen anderen Südexpress-Händlern. Die Links zum Set und auch zum Download der Einbauanleitung verlinke ich euch direkt in der Videobeschreibung. Achtung! Bei der ersten Generation der EuroDual ist die Platine der Führerstandsbeleuchtung im Weg und es hat somit der Antriebsmotor keinen Platz. Die zweite Generation hat hier eine kleinere Platine wie im Bild 2. Hier ist die Nachrüstung möglich. Der manuelle Stromabnehmer ist nur mit einer Schraube fixiert. Löst man diese, kann er abgenommen werden. Auch benötigen wir einen Schlitz im Gehäuse zum Antrieb des Pantos. Dieser Schlitz ist bereits bei jeder Lok vorhanden und geschickt durch eine Abdeckung verschlossen. Per Handbohrer und Skalpell löse ich die Fixierung dieser Abdeckung und kann sie somit rausnehmen.
Die passende Decoder-Konfiguration finden wir wieder bei ESU auf der Homepage. Dort suchen wir die BR159 und downloaden das File mit den digitalen Stromabnehmern in der Funktionstabelle. F9 und F10 werden damit belegt. Per Log-Programmer spielen wir es wie gewohnt auf. Danach mache ich nur mal einen kurzen Testlauf auf dem Rollenprüfstand. Ich stecke dazu nur mal den Antriebsmotor an die vorhandenen Stecker auf der Platine und sehe, dass sich die Motoren auf Knopfdruck bewegen. Der neue Stromabnehmer wird wieder positioniert und mit der einen Schraube fixiert. Achtet darauf, dass der Antriebshebel des Pantos im Gehäuseschlitz schön freigängig ist. Viel kann man dabei aber eh nicht falsch machen. Zuerst ist es noch wichtig, den Panto abzusenken und so zu fixieren. Ich mache das vorsichtig mit Klebeband. Der Antriebsmotor wird nun positioniert. Achtet darauf, dass die zwei Führungsstifte die im Gehäuse vorgesehenen Führungslöcher schlupfen. Danach könnt ihr den Motor mit zwei Schrauben befestigen. So greift alles auf Anhieb ineinander. Die Stecker für die Antriebsmotoren sind bereits auf der Platine vorhanden. Plug and Play kann man da schon fast sagen. Diesen noch richtig gedreht, so wie am Bild zu sehen, muss die durchgängige schwarze Fläche des dreipoligen Steckers nach oben zeigen. Anschließend die Kabel bissel gebündelt, sodass sich beim Aufsetzen des Gehäuses möglichst nichts verklemmt. Da ich bei Elox immer mit ausgefahrenem Stromabnehmer fahre, zeige ich auch schnell als kleinen Gegenpol, wie ich manuelle Stromabnehmer per 0,15 mm Polyamidfaden etwas abspanne, sodass sie nicht komplett auf Last an der Oberleitung schleifen.
Nun zur entscheidenden Frage, ob diese motorisierten Stromabnehmer mehr Spielspaß bringen. Ich sage ja, je nachdem. So wie hier in der gezeigten Szene. Ich hole einen Wagen aus der Abstellung vom Lagerhaus, da gibt es keine Oberleitung. Die Hybrid-Lok holt den Wagen im Dieselmodus, bleibt im Bahnhof kurz stehen, fährt den Stromabnehmer aus und macht sich elektrisch auf den Weg. Genial, oder? Eine Hybrid-Lok und solche Betriebsabläufe sind dafür einfach perfekt. Wenn ich so eine Lok natürlich nur auf der elektrifizierten Strecke bewege, ohne Wechsel zwischen Dieselmodus und Elektromodus, da ist es dann eher eine nette Spielerei, die man nicht unbedingt braucht. Denn wie wir gesehen haben, gibt es hier auch andere Lösungen, wie ich mit dem ausgefahrenen Stromabnehmer unterwegs sein kann. Bitte unbedingt abonnieren, liken, kommentieren und teilen. Für euch nur wenige Klicks, für uns sehr motivierend und wertschätzend. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der Moba Manufaktur.